stelle ich dich vor, ne? Ja. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich rede das mal. Mach ich an. Komm, komm. Also ich denke, zuerst sage ich kurz, wer ich bin. Ich komme von Deutschland. Schon. First of all, I say where I am. I come from Germany. Ich bin das erste Mal hier auf den Philippinen. I'm first one here on the Philippines. Ich bin schon 62. I am 62 years old. Und eine Mutter von 6 Kindern. My mother of 6 kids. Und dennoch möchte ich Gott dienen. And my passion is I want to serve God. Schon einige Jahre habe ich in der Gemeinde gedient als Leiterin. So I was in a church of in the leadership. Und Befreiung kenne ich durch James seit 2010. And deliverance I know through James since 2010. So viel so kurz zu mir. This is in this moment about me. Gut. Gut. Ich habe heute auf dem Herzen gehabt, mit euch ein paar Bibelstellen anzuschauen oder auch Befreiung zu machen. I had in my heart today to look in different scriptures and to, according to the scripture, deliverance with you, with all of us. Zu dem Thema, das wir uns alle wünschen. In a subject, we have wishes all in this to go in. Dass wir uns alle wünschen, dass Gottes Hand auf uns ist. We have all the desire and wishes that God's hand is very strong on us. Und das hat auch was damit zu tun, ob wir unserer It has to do with our calling in Him. Ob wir unserer Berufung nachkommen. Ob we follow really our calling in Him, each of us. Und der Satz, viele sind berufen. The phrase, many are called. Aber wenige sind auserwählt. Not much are really chosen. Der wird manchmal so ein bisschen fehlinterpretiert. Sometimes are really fail interpreted. Sometimes. Weil wir sind eigentlich alle berufen. The reason is we are really all be called by our Lord. Auch die Mutter von 6 Kindern. Not in one exception, a mother with 6 kids. Jeder von euch. Everybody from us is called. Aber auserwählt sind wir dann, wenn wir auf den Ruf reagieren. But chosen we are when we hear His voice to follow our calling. Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen. I want to read a scripture. Aus Lukas 14, ab Vers 15 bis 24. Luke 14, 15 until 25, ne? Vor. Vor. Luke 14, 15 until 24. Sie reading first in German and I mean. Yes. Ja. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen und bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn.
Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraße und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, ich sag mal auch Frauen, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Diejenigen, die dem Ruf folgen. You finish, ja? Ich mache dann weiter, jetzt muss ich kurz was sagen. Okay. These people that follow the calling. Solltest du vielleicht jetzt aus dem Englisch? Ja. Okay, entschuldigen meine lange Leitung. Mach bitte weiter. Ja, mach gut. Bis 25. Ja. Diejenigen, die dem Ruf folgen, die bleiben nicht draußen. Und die nicht folgen, die bleiben draußen. These people are following his calling, coming in, and these people are don't follow the calling, they're coming in. So, jetzt musst du vorlesen. Jetzt musst du vorlesen. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that we are bidden, Come, for all things are now ready. And she all with one consent began to make excuses. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I pray she have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray she have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that the servant come and she is his lord these things, since the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hide the poor and the maimed, and the halt and the blind. And the servant said, Lord, it is done as to has commanded, and shed now there his room. And the Lord says unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt von einer Parallelstelle aus dem Matthäus Kapitel 22 Kapitel. That gives another aspect of the Matthew 22:11-14. Mm-hmm. It's a parallel passage. Da ist praktisch die gleiche Vorgeschichte in dem. It's the same forehistory. Ja. Und ab Vers 11. Vers 11. Als aber der König hineinkam, um sich die Gäste anzusehen, da sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. And when the king came in to see the guests,
he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how comes to do hide not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servant, Bind him heart and foot, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Also diejenigen, erstmal, die dem Ruf gefolgt sind, das waren dann die Armen. These people, they following the calling was the poor people. Die Blinden, die Bettler. The blind and the beggars. Und die Mütter mit 6 Kindern. And the mother with 6 kids. Und diejenigen, die eigentlich geladen waren. And this people was originally invited to the ceremony. Die waren zu beschäftigt. She was so busy with everything. Mit allen möglichen. With everything, different things. Wir müssen Gott immer an die erste Stelle setzen. We must put the Lord every time on the first position. Und wenn wir zum Hochzeitsmahl kommen, and when we come to the wedding meal, dann müssen wir gewaschene Kleider anhaben. We are always have must be have washed clothes. Der Herr ist treu, er ist auch gerecht. The Lord is faithfulness and righteous. Dass er uns die Sünde vergibt. He forgives us all our sin. Deswegen können wir eigentlich immer gewaschene Kleider haben. So it's no matter, we have always washed clothes through his blood. Und wer denkt, dass er mit so Sachen, die nicht in Ordnung sind, durchkommt? And sometimes people thinking, okay, something is not in order with the Lord, it is impossible with the Lord to come true. Der wird nachher vor die Tür gesetzt. He must be stay on a closed door. Der sitzt nicht mehr mit am Tisch. He is not mit on the wedding table. Deswegen, das ist ganz wichtig, dass wir ganze Sachen mit Gott machen, ganz this, alles. This is why it is permanently important we make all things with the Lord, what we have in our hearts and what we want to do with him. Also wenn wir dem Ruf gehorchen, dass wir zum Mahl kommen sollen. So when we are obedient to the callings and we come to his wedding meal. Und sagen, hier bin ich, so wie Samuel. And say, Lord, here I am, like Samuel. Dann sind wir auserwählt. Dann sind wir auserwählt. Then we are chosen. Woran hat es jetzt gelegen, dass wir auserwählt sind? What is the real problem that we are chosen by the Lord? Der Herr hat gerufen, wir haben reagiert und dadurch sind wir auserwählt. The Lord called us, we come in action. And hear his calling, and this makes it different. We follow our calling by his voice. Die Auserwählung kommt nicht wie so eine mysteriöse Bestimmung auf uns drauf. The calling is not like the mystery destiny on us. It's by calling by the Lord. Sondern sie hat was mit unserer Reaktion zu tun, wie wir auf den Ruf von ihm reagieren. We must be make action when he calls us. We must be hear his voice, then we have the right reaction for him, then we can continue running in our calling. Mir hat sogar mal jemand gesagt, ich wäre nicht die erste Wahl gewesen. Somebody says to Marita, you are not the first choice. By the Lord. Ja, aber die anderen, die waren so beschäftigt. But the other people were so busy.
oh, muss Haus bauen, muss einkaufen. I must build a house, I must go to shopping. Muss arbeiten. I have to work. Alles Mögliche. Many ich bin verliebt things. Oder sonst was kann alles sein. Ich bin verliebt. Okay, du beloved in every case, in everything, different things. Trotzdem die anderen alle berufen waren und ich nicht die erste Wahl war, war ich trotzdem auserwählt. Okay, according another people was called, but she was not accepted the call, and then he was the second choice by the Lord. So einfach. It is totally easy. Will we not fulfill our call? Everybody is called. Jeder, der hier sitzt, everybody is seated on a chair, ist heute gekommen zum Tisch, is today the coming to the meal, und ist heute auserwählt. And is today be chosen. Weil er reagiert hat, weil er da ist. Why he have made a reaction and come to the regular meeting, and the Lord call us to the regular meeting tonight. Amen. Amen. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen aus 1. Mose 12,2. Genesis 1:12-3. Genesis 12:2. Ja, genau, 12:2. Genesis 12:2. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Den Spruch kennen viele. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, then make me name great, and thou shalt be a blessing. Den Spruch kennen viele. This phrase can know many. Aber schauen wir uns den mal genau an. But looking really what he says. Da steht, Gott will uns segnen. God will us blessed. Und Namen, den Namen groß machen und so weiter. And he will. Den Namen groß machen und so and weiter. And he will that we make his name great. Und du sollst ein Segen sein. And you be a blessing. Das ist, da steht nicht, und dann bist du ein Segen. You are automatic a blessing. Du sollst. You are must. Ja, du sollst. You are must. Das ist shall. Wie, das ist you wie. Are must shall. Das ist wie, du sollst nicht stehlen. Don't shall be steal. Du sollst nicht Ehe brechen. You shall break the marriage, idolatry. Du sollst nicht lügen. Don't shall be a liar. Das ist was Aktives. This is, you must be in action. Wir empfangen we was von Gott. From God. Wir haben auf die Berufung reagiert, wir sitzen am Tisch, wir dürfen essen, wir empfangen was. We have receiving and we have. Ja, empfangen was? We have received it from him. Wir haben am Tisch gegessen. We have to eat on a table. Und jetzt haben wir was bekommen. We und damit sollen wir ein Segen sein. And with this we must be a blessing for another das nation ist, or personal lives. Das ist was Aktives. This is you must be bring all in application. Wenn ich das, was ich gekriegt habe, nicht weitergebe, when I don't bring this in life or give this continue, what the Lord have given me in gifts, macht's ja keinen Sinn, dass ich überhaupt weiter was kriege. It makes no sense that he become in continue many he feeding me continually with things and I don't work with that. Also ich denke. And I think. Dass dieser Vers aus Mose
Yes, this phrase in Genesis 12. Dass Gott uns segnet. Yes, God bless us. Dass es dann gilt, wenn wir ein Segen sein wollen. It is only come in application when we shall be a blessing. Wenn wir das, was wir empfangen haben, weitergeben wollen. When we that what we receive it, we give this continue. Wenn wir aktiv sein wollen. When we are really inactive, it's by our willing. Wenn wir Gott durch uns wirken lassen und bereit sind, das zu tun, was er möchte. When we bring his spirit to our life and we are ready to do that what the Lord wants to do for us, to give another or do that what he says to us. Das ist wichtig, dass wir das nicht im Alleingang tun. This is very important, we do this not alone. Sondern dass wir das, was wir empfangen haben, so weitergeben, wie es der Herr möchte, unter seiner Führung. Since that what we become from him, we give this continue under his leadership. Also, wir hören auf den Ruf. We hear our calling, his voice to our for our calling. Wir reagieren und kommen. We come under action and reaction and coming to him and do that what he says. Wir sitzen am Tisch. We sit on his table. Wir kriegen von ihm zu essen. And we become food from him, or he feeded us. Aber wir müssen das nehmen und wieder einsetzen, wie wenn wir was zum Investieren bekommen haben, um es wieder neu zu investieren fürs Reich. Okay, and that we must give him back his in investment, that we can give. He invested in us, and we give him his investment back, and we working with this his investment for his kingdom. The very important things. Und wenn er ruft, and when he called us, und wenn er ruft und wir ihn ignorieren, and he call us and we ignore him, wenn wir Ausreden machen, when we make excuses, und nicht gleich kommen, and don't go and bring our reaction immediately before him. Wenn wir eigene Wege gehen, when we chose our own ways, wenn wir eigene Ziele verfolgen, when we have our own destinies, oder wenn wir Segen empfangen haben, aber uns weigern, den weiterzugeben. Or when we receive blessing and we don't give this blessing continue like he blessed us, dann sind wir nicht am Tisch. Wir werden vor die Tür gesetzt. Then we are not on his table. We are really knock on the door and we cannot go in. Oder die Tür ist zu und wir kommen nicht rein. Or the door was closed or is be closed and we don't can come in. In dem Moment, wo der Ruf erklingt, wo wir gerufen werden zum Tisch, in this moment when he called us on the table, kommt schon die Hand von Gott auf uns. Coming the hand of God on our life. Und wenn wir reagieren, and when we react on his calling, dann bleibt sie auf uns und führt uns. And his hand lay on us continually and leaded us. Und wenn wir ihm dann dienen, and when we serve him, dann ist er unsere Vorhut und Nachhut. Then he is for us and behind us. Er muss vor uns sein. He must always for us. Damit er hinter uns ist. And that he can behind us. Wenn er vor uns ist, dann führt er uns, lenkt uns und leitet uns richtig. When he is before us, he lead us. And guide us. Dann hält er uns auch den Rücken frei. Then he hold us free our back. Wenn wir aber ihn ignorieren oder nicht die Dinge tun, wie er es möchte, ignore him, dann steht uns seine Hand entgegen. Dann ist er gegen uns. He is against us. The hand of him is against us and against for us. Er stoppt uns.
He stopped us. Wenn wir es ganz doll treiben. Okay, when things are going on too far or too much against him. Dann steht er uns richtig hart ins Angesicht entgegen. So he stay very hard against us. Und auch das dient uns sogar noch zum Besten. And this serve us to the best also. Weil wir können dann nochmal umkehren. Wir so, spüren das sehr deutlich. So we see that and we feel that. So we have then an opportunity. Something is not okay. So we must be obedient and do repenting, that we can turn on in the right way. Also ich hatte eine ziemlich lange Predigt vorbereitet. So I prepared in the first a really long preaching. Aber ich möchte jetzt nur die Bibelstellen sagen und was die Bibelstellen von der Hand Gottes mit, gegen oder was auch immer mit uns. Okay, so I break this really down to give only the scripture and what the scripture says and how is the hand of God according to the scripture on us or against us. Also ich sage jetzt nur die Bibelstellen, wir lesen sie nicht. Ich sage kurz, was in den Bibelstellen steht und wir schreiben sie auf und ihr könnt sie später lesen. Dann haben wir noch genügend Zeit für die Befreiung. Okay, so I say what is inside of these scriptures. We don't read it, we have no time for that. And we put it on the board. Charlie is writing on the board. And we do delivering according to the scriptures for us or against us. Also im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. 1. Peter 5, 6. Wird geschrieben von der gewaltigen Hand Gottes, unter die wir uns demütigen sollen. Das macht diese Führung aus. It is written under the mighty hand of God that we must be humblers. Jesaja 41, Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Isaiah 41, 10. Die Hand von Gottes Gerechtigkeit. The hand of God's righteousness. Soll sie das mal mit dazu schreiben? Ja, sie schreibt es. Aber sie schreibt ja nur die Bibelstelle auf. Charlie, want to write behind the scriptures the subject? What the scripture says? Yeah. So, 1 Peter is a mighty. Die gewaltige Hand Gottes. 1 Peter is a mighty hand of God. I say behind the scripture, perhaps the point. This is a mighty hand of God. Speaks the mighty hand of God. Einfach nur ganz kurz mit zwei, drei Wörtern. Okay. Okay, 1. Petrus 5, die mächtige Hand Gott, Isaiah 41, 10. Das war die Hand von Gottes Gerechtigkeit. Isaiah 41, 10 speaks about God's righteousness. Go continue. Jesaja 66, 14, die Treue. 49, 16, oder? Oh, ja. Jesaja 49, 16, er ist unsere Identität. Isaiah 49, 16, he is our identity. Jesaja 66, 14, die treue Hand Gottes. Isaiah 66, 14, the faithful hand of God. What's the faithfulness of God? Jesaja 14, 26, 27, die Hand der obersten Instanz, wo Gottes Hand die oberste Instanz ist. Isaiah 14, 26 until 27, God is a God in the heaven, see always the maintenance, his mighty hand on our life. Oberste Instanz. The highest is instance of our life. Not the devil, God.
Hesekiel 8, 1. Ezekiel 8, 1 until 2. Das ist Gottes Hand für die Propheten. God's hand on the prophets. Johannes 10, 28. John 10, 28. Dass er uns schützt. He is our shield. He protected us. Jesaja 52, 12. Isaiah 62 und 52. 52, 12. Okay, 52, 12. Also Gott ist unsere Vorhut und Nachhut. He is, God is for us and behind us and guarded our back when he is for us. Psalm 139, Vers 5. Psalm 139, Phrase 5. Die schützende Hand Gottes. The protected hand on us. Psalm 10, Vers 14. Wait, give me a little bit moment. Psalm 10, 14. Die gerechte Hand Gottes. The righteous hand God on us. Psalm 31, Vers 5. Psalm 31, Phrase 5. Gottes Hand ist unsere Zuflucht. Wir sind da drin geborgen, in Gottes Hand. God is our castle and we are sitting in his hand and he protected all and he hold every time his hand mach's over kurz. Us. Mach's kurz. In seiner Hand. Oh, we are in his hand. Psalm 31, 5. Sprüche 21, Vers 1. Prophets 21, 1. In der Hand Gottes werden selbst König Herzen weich. Also wie Wasserbecher, das lernt man, okay. Wie Wasserbecher gelenkt und auch kurz sagen. In God's hand are people or kings' heart going on too weak is like leading at what water rivers like this with living waters, you know what I mean? The heart is weich heart. In God's heart the Lord make the hearts of kings weak. Oh, schwach, oder? It's like when the Herr die Herzen weich macht, ne? Soft, okay. He makes their hearts soft, not weak. Weak is schwächer. Mm-hmm. Daniel 4. Daniel 4, 32. Ja, 32. Gott erlaubt keinen Widerspruch. Seine Hand ist mächtig. God don't allow rebellion. His hand is mighty. His hand is mighty. He don't allow rebellion. Hebräer 10. Hebrew 10, 31. 31. Die richtende Hand Gottes. The justice hand of God. Jetzt schauen wir nochmal auf uns selber, wo stehen wir. Okay, now we're looking on ourselves, where we are now in this moment. Wir sind dem Ruf gefolgt. Sind wir dem Ruf gefolgt? We are following the calling. Everybody here following the calling or the one who following the calling. Und wie oft sind wir schon nicht gefolgt? And how much we are don't follow our calling or go away from our calling. Wie oft haben wir schon Ausreden gemacht? Wie? Wie oft haben wir schon Ausreden gemacht? Often we make excuses. Wie oft ist uns irgendwas anderes wichtiger gewesen? How many times things are many another times was important as our following our calling? Wie oft haben wir sogar Gott noch als Ausrede genommen? How many times we
have take God as excuses. Und all die Dinge, die uns da einfallen. And all the things what we have in our minds or reminded us. Auch ob wir mit gewaschenen Kleidern vor Gott gekommen sind. Even oder to become we washed clothes for him. Keiner mag das, nachher vor die Tür gesetzt zu werden. Nobody want to sitting before the door. Wir wollen alle dabei sein. We all want to have a place on the table. Wie ist das, wenn wir noch so Dinge haben, über die wir noch nie geredet haben? How is it when we have things on us or die wir noch nie über die wir noch nie gesprochen haben, auch noch nicht im Gebet? Okay. We have something things in us, we have never spoke about this, so we hide some things or we have never speak about this. Also die Dinge, die noch im Verborgenen sind, die noch nicht offenbar sind. Die really not revealed in us, in our life, in our hearts. Jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, sind die mit dabei. Every time when we step for God or come for God, in always with us, our problems follow us. Und dann sitzen wir an seinem Tisch und haben vielleicht den schmutzigen Rücken. Okay, and we sitting on the table and our back is really dirty. Or our garments not full washed. Oder wir ziehen ein weißes Jäckchen drüber. Or? Oder wir ziehen ein weißes Jäckchen drüber. Or we take a white jacket. Gott sieht's doch. God see all. Nobody can hide something for God. Wir können vor ihm nichts verbergen. We cannot hide us and our problems for God. He sees all. Also all diese Dinge. All these things and problems and issues. Macht euch innerlich auf, öffnet euch für Gott und gebt's ihm jetzt. From inside out, make you open, that the Lord can come into and take away what He wants to take away, according our life are blocked to follow Him. Auch die ganze Passivität. All the passivity. Und nicht die Bereitschaft, wirklich in das kleine Kreuz auf sich zu nehmen, weil etwas werden wir tragen müssen. And not be able to take the cross on us and follow him. Something, we carry something on us. The question is, what we are carrying. Gott will ja nicht, dass wir das schwere Kreuz tragen, aber das leichte soll man schon nehmen. God don't want to we have a carry a hard cross, but he want to have okay a soft cross on us. Or a yoke. Alles, was uns so einfällt, was in uns noch gearbeitet hat, was uns noch behindert, aufgehalten hat, die Dinge zu tun. All things what are holding us back and what work in us and what was in opposition, what we can do for God, was a hinderer to following and do the work of God, all the things we must to bring for the Lord. Ja, bringt das jetzt mit dem Gebet, was wir jetzt beten, vor Gott. Wir tun jetzt gemeinsam Buße über diese Dinge. Wir gehen gegen diese Flüche vor. Wir brechen sie. Wir binden die Mächte und Dämonen und gehen gegen die vor, dass sie gehen. Damit wir dann, wenn Jesus ruft. So we renounce now something. So we break the curses. We call it out the demons, the ministry blockers. So when he want to call us more as ever before, that we can follow him. Dass wir dann frei sind und wirklich gehen können, wenn der Herr ruft, dass wir sagen können, hier bin ich. That we are really free, and when the Lord calls us, that we can say, Lord, here I am. Also wir tun Buße und widerrufen. We do repenting and rejected. Wir tun Buße und widerrufen alle Sünden und Schulden von unseren Vorfahren, die schon Ausreden gemacht haben. All the guilt and excuses was makes the forefathers. Vater, Mutter, Seite zurück bis Adam und Eva. Father and mother side return to Eve.
Und alle Sünden und Schulden aus unserem eigenen Leben. All sin and guilt out from our own life. All die Dinge, die auch in den Bibelstellen genannt waren, all angedeutet the things waren. Was, meaning in the scripture. Also wir tun Buße und widerrufen die in Jesu Namen. We doing repenting and rejected this all now in Jesus' name. Wir zerbrechen jedes Joch und jeden Fluch. We break every yoke and every curse. Über jeden von uns. Over everybody of us. Auch aus der Familienlinie. Two of the bloodline and family line. Im Namen von Jesus Christus. In the name of Jesus Christ. Wir tun Buße und widerrufen alle Widerspenstigkeit gegen die Führung des Herrn. We are rejected all rebellion and stubbornness against the Lord. Und alles Misstrauen gegen Gott, gegen Gottes Führung. And all mistrust against the leading of God. Auch vielleicht, wo das aus Missbrauch rausgekommen ist. Dieses Misstrauen. Abuse, ja. Yeah. It's coming out of abuse. Und alle Lügen, mit denen wir belogen sind, um nicht auf den Ruf von Gott zu reagieren. And all lies, what we have doing, and bring in reaction to lies on the meaning on the call of God. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Nicht zu viel. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesus Name. Alles, was in uns aufsteht, wenn Gott ruft. All what's coming up in us when he called us. Alles, was nicht auf den Ruf reagieren will. All what is not. Alles, was nicht auf den Ruf reagieren will, in Jesu Namen. On his calling. Alles, was die Auserwählung ablehnt. All was in Jesu Namen. Calling in Jesu rejected. Namen. In Jesu Namen. Come out in Jesus name. In come Jesu out in Namen. Jesus name. In Jesu Namen. All rejection in Jesus name. Alles, was unsere Ohren verstopft hat, so dass wir nicht gehört haben, das geht jetzt in Jesu Namen. All what makes the ears dumb in Jesus name. Alles, was uns wichtiger war. Alles, was uns wichtiger war. All what was alles, was uns wichtiger war. Alles, was uns wichtiger war, in Jesu Namen. Alles, was uns wichtiger war. Alles, was uns wichtiger war. Alles raus. Alles raus. Alle Ablenkung. Alle Ablenkung. Alle Ablenkung in Jesu Namen. Alle falschen Ziele in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. All misleading spirits come out in Jesus name. In Jesus name. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. No time. No keine time, Zeit, keine no time, Zeit, no time, keine Zeit. No time. Die ganze Lust der Thank you.
alles, was mit Kindern Namen. We have the spiritual dirty clothes. We turn away the spiritual dirty clothes in Jesus' name. In die ganzen Jesus geistlichen Lumpen, die wir noch anhaben, wir ziehen sie aus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Garments, we take it und wir away nehmen die geistlichen Feierkleider. Wir nehmen die geistlichen Feierkleider und ziehen sie an we in Jesu now Namen. The spiritual celebration garments and take this on now in Jesus' name. Alles nicht runterfahren können, immer in einer fleischlichen Aktivität zu sein und nicht unter every der Führung vom Herrn. Every time we not come to slow down, every time we mean we must be inactive and we come not slow down in Jesus' name. In Jesus' name. False energy, come out in Jesus' name. False ungeschützt energy. Und ausgeliefert, preisgegeben. Unprotected, unprotected, situation come out in Jesus name by him every unprotected situation alle verdorrten Gebeine come in the name of Jesus come out in Jesus name in Jesus name die verdorrten Gebeine verdorrte Gebeine unter der Last und unter dem Joch der Feinde the dry bones come out in Jesus name every dry bones come out in Jesus name in Jesus name we replace it with living bones with living flesh in the name of Jesus. Jede Lüge, die noch in uns arbeitet, dass wir es uns leisten könnten, nicht auf Gott zu hören. Alle Lügen, dass wir nicht, die noch in uns sind, dass wir nicht auf Gott hören, every dass wir es uns leisten könnten. We not bring, we cannot serve God. Come out in Jesus name, in Jesus name. Every lies in Jesus name. Every lies come up in Jesus name. Alle verstopften Ohren. Or every blocked ears come out in Jesus. We open the ears in the name of Jesus. Dumb ears, blocked ears in the name of Jesus. We open this in the name of Jesus. Ein Kind des Ungehorsams zu sein in Jesu Namen. A child in obedience come out in Jesus' name. In disobedience in alle Dienstverweigerer. Every ministry blocker in Jesus' name. In Jesus' name. Alles Murren und sich Beschweren in Jesu Namen. Every moment, every complaining, come out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und der Dämon, der hinter dem Satz steht, das habe ich mir anders vorgestellt. The demon was standing behind. I think totally another. As it is this situation. Come out in Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. Come out in Jesus' name. Hastig und hektisch, stressig und schludrig, hast also schnelles Rennen, okay. Ruhig, gelassen soll man sein. Okay, every time in much energy that bring me to in crazy situation, come out in Jesus name. In Jesu in Namen, Jesus name. In Jesu in Namen. Jesus name. Also wie ein Flüchtling zu rennen. Okay, like a Flüchtling. Wie ein Flüchtling zu rennen. Like flee like a refuge in the name of Jesus. Alles raus, alles raus in Jesu Namen. 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 Halt die Liste hoch und sag, Herr, alles, was da steht, wir tun Buße und in Jesu Namen. Die eigene Heilung, die eigene Befreiung und das eigene Heil, den eigenen Dienst zu versäumen. Alles raus. Du miss the own healing in the own ministry. Komplett in Jesu Namen. Healing in Jesu Namen. In Jesu Namen. False appointments in Jesus name. Wir lösen Heilung, wir lösen Befreiung, wir lösen Wiederherstellung in Jesu Namen. And reconciliation in the name of Jesus. In Jesu Namen. In Jesu Namen.
In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ihr fahrt jetzt aus, hoch und raus, hoch und raus, in Jesu Namen. Alles raus. We say thank you, Lord. We say thank you. Alles raus. We say thank you in Jesus' name. Alles raus. Die ganzen bockigen Geister, die gehen komplett. Die bockigen Geister, die gehen komplett. Raus, power. Raus in Jesu Namen. Come with more power, Lord. Come with more power, Lord. To serve your people. We want to remember we are your people, Lord. We want to remember we are your church, Lord. In the name of Jesus, I command every spirit come out in the name of Eric. In every sight area, in the name of Jesus, I command every spirit out in every sight area, in the name of Jesus. We don't tolerate every destroying spirit, every destroying spirit. Every destroying spirit in Jesus' name. Every destroying spirit, say calling destroyer. I calling out, say calling destroyer in Jesus' name. I call it out, say calling destroyer in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hopelessly on the calling. I casting out in Jesus' name. Hopelessly. It is also hopelessly. The name is hope. 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 Alles raus. Alles raus. In Jesus' name. In Jesus' name. The name is hope. We have hope in Him to reach our calling. To reach our calling. To reach our calling in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Every ministry blocker come out in Jesus' name. Every lie against the ministry come out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Every downgrade, we stop this now. We stop every downgrade in the name of Jesus. We ask the Lord, forgive us and lift it up new on the right position. We are now in this time, Lord, in the name of Jesus. Go in Jesus' name. Go in Jesus' name. Come out in Jesus' name. Every ministry blocker, come out in Jesus' name. Confusion in the mind about the calling. I bind every confusion. In the mind of our calling in Jesus' name. Confusion of our calling in Jesus' name. I go this way, no. I go this way, no. I go this way. No, in Jesus' name. Absolutely clearing in the mind in Jesus' name. We clear up our mind for a right decision, for a right way, for a right direction in the name of Jesus. Thank you, Lord. Go, 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 in Jesus' name. Wrong decision.
Go.
dass sie erlebt, Zeichen und Wunder durch sie geschehen, dass die Leute vor ihr wirklich sich bekehren und dass sie erleben kann, dass durch ihre Predigt Leute zu Buße und Umkehr kommen und in die Gemeinde kommen, in Jesu Namen. Thank you, Lord. For all what you're doing, Lord. For him. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you. More. Come now with your anointing and with your Holy Spirit for each of one, Lord. The work what you do beginning now, that you bring to fulfill. That all your spirit is in peace tonight in each of one, Lord. In rest and thank you. That you are with your anointing and the time is before to rest on us with your calling and anointing. That your anointing is on us and whatever you want to do with the anointing on us, that we fulfill in the anointing our calling, Lord. In Jesus' name, that we ask it, Lord. Amen. Lord, I ask you that you all areas deliver us, where the demons leave us, to fulfill with your Holy Spirit now, Lord. That you fulfill. We dedicated you every area. We ask you, go in, Lord, with a good mercy and good blessing of you, Lord. Mit dem guten Gegenstück. Gegenstück, was meinst du? Gegenstück, was meinst du? With the, okay, that you come with your exchange from good things to good things, come into and fulfill all, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.